Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht's um Ransomwares. Ransomwares sind was wunderbar Furchtbares und gelangen auf euren PC normalerweise mit den üblichen Social Engineering bzw. Phishing-Techniken, die wir schon besprochen haben, und sind dann auch so eine Art Trojaner. Sie heißen ja auch Krypto-Trojaner umgangssprachlich. Und es gibt aber auch gute und schlechte Krypto-Trojaner. Und deswegen ist es an uns bzw. an euch in der Zukunft, sicher IT-Sicherheitsfachkräften, dass wir uns darum kümmern, wenn so ein Ding eine schwache Kryptographie benutzt, das zu reverse-engineeren, das rauszufinden und dann ein Decryptor-Tool, wie es an manchen Stellen schon rausgekommen ist, zu veröffentlichen. Oftmals weiß man Ewigkeiten nicht, was für ein Kryptoverfahren natürlich benutzt wurde, aber das lässt sich rausfinden und dann kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wir können dieses Kryptoverfahren angreifen oder auch nicht. Es gibt nämlich wirklich sichere Kryptoverfahren und es gibt unsichere Kryptoverfahren und da haben wir natürlich ein Problem. Wenn jetzt zum Beispiel eine Ransomware irgendwie RSA oder AES benutzt, dann ist dieses Verfahren wirklich nicht brechbar. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Urlaubsbild rauskriege, ist genauso groß, wie dass ich jetzt zum Beispiel mein Programm, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, wieder rauskriege, aus derselben Datei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unglaublich gering, dass ich überhaupt wieder meine ursprüngliche Datei zurückkriege. Also ich habe wirklich für alle möglichen Bitfolgen, also 100, 110 und so weiter und so fort, habe ich dieselbe Wahrscheinlichkeit, das Ding wieder rauszukriegen aus AES. Zum Beispiel. Und aus RSA, da könnte ich jetzt alle Schlüssel brute-forcen. Naja gut, da habe ich auch nicht wirklich viel davon, weil ja, es gibt auch bei RSA unglaublich viele verschiedene Schlüssel, die man probieren könnte, nämlich 2 hoch 2048 bzw. 4096. Ihr könnt es gerne mal ausrechnen, ist eine Zahl, ich glaube, es gibt nicht mal so viele Atome in unserem Universum oder sowas. Ich meine, da irgendwas mal gelesen zu haben, aber ich glaube, es könnten auch noch ein paar mehr sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass ihr dadurch eure eigenen Dateien wieder rauslesen könnte. Das sind sogenannte sichere Krypto- oder mehr oder weniger sichere Kryptoverfahren. Man kann natürlich die eigenen Dateien immer wieder rauskriegen, aber man kann genauso gut oder eher im Lotto gewinnen. Deswegen, ja, eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich auch noch unsichere Kryptoverfahren. Also nochmal ganz kurz zur Kryptographie. Wenn ihr euch da vielleicht interessieren solltet, es gibt von mir auch eine Kryptographie-Playlist und die ist speziell für die Ransomware nicht gerade unwichtig. Die findet ihr auf meinem Kanal und hat so ein komisches grünes Thumbnail, wo Kryptographie draufsteht. Einfach mal reingucken, vielleicht ist es ja was für euch. Okay, und es gibt natürlich unsichere Kryptoverfahren, zum Beispiel, wenn das One-Time-Pad mit zu kurzem Schlüssel benutzt wird. Und da sieht man dann natürlich auch, wie viel Ahnung haben die Leute, die die Ransomwares überhaupt schreiben. Ja, es gab tatsächlich eine Ransomware, die hat versucht, möglichst viel Geld zu verdienen, hat auch tatsächlich ein bisschen was hinbekommen, aber hat eigentlich das mörderisch schlimme Verfahren benutzt, also zumindest ist es ein ziemlich dummes Verfahren gewesen. Und zwar haben die ein One-Time-Pad benutzt, allerdings hatten die nur, glaube ich, 1000 Bit Schlüssel oder sowas. Und das reicht bei einem One-Time-Pad nicht aus. Bei einem One-Time-Pad muss der Schlüssel, damit es ein sicheres Kryptoverfahren ist, muss der Schlüssel genauso lang sein wie die Dateien. Ich möchte das Ganze mal kurz an einem Beispiel vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Und zwar, wir haben, sagen wir mal, na, komm schon. Ah, hier sind wir, okay. Also, wir haben hier oben zweimal das One-Time-Pad benutzt sozusagen. One-Time-Pad bedeutet einfach nichts anderes als XOR mit einem Schlüssel. Das ist jetzt natürlich nicht der richtige Schlüssel, sondern ein bisschen verkürzt mit 1000 Bit kann man eigentlich nicht mehr wirklich rechnen von Hand. Es dauert einfach unglaublich lange. Man lässt es dann vielleicht ein Programm machen, aber das ist ja dann kein Problem mehr. So, also irgendeine Datei, das hier ist der Schlüssel 101010. Und irgendeine Datei sieht so aus. Man kann wirklich jede einzelne Datei auch als Bits darstellen. Es muss ja irgendwie alles in eurem Speicher liegen. Und dann werden die Dinge einfach mal als Bits modelliert, also sprich als Einsen und Nullen. So wie sie tatsächlich in eurem Speicher auch auftauchen. Und jetzt ist das hier oben mit diesen 6 Bits, was eine unglaublich kurze Datei ist. So kurz gibt es eigentlich gar nicht, aber ist egal. Eine Datei und das hier ist der Schlüssel, mit dem verschlüsselt wurde. Rauskommen tut dann 011001 und ihr seht, eure Datei, also 110011, hat überhaupt nichts mehr mit diesem Ding hier zu tun. Wie man es wieder zurückkriegt, ist eigentlich ganz einfach. Man kann 011001
XOR mit diesem Ding hier. Wer jetzt gerade nicht weiß, was XOR ist, ganz kurz erklärt. Wenn beides mal eine 1 dasteht, dann kommt eine 0. Wenn beides mal eine 0 dasteht, dann kommt auch eine 0. Und wenn eine 0 und eine 1 dasteht, egal in welcher Reihenfolge, kommt eine 1 raus. Total simpel. Na, okay, jetzt hat man natürlich das Problem, aus diesem Ding hier kriegt man nur wieder diese Datei hier oben raus, wenn man den Schlüssel hat. 101010. Und das heißt, wir können hier sagen, okay, wir entschlüsseln, das heißt, wir bezahlen sozusagen den Macher der Ransomware und der gibt uns diesen Keycode hier, also 101010. Und wir können aus diesem Ding, indem wir hier 0xor1 ist 1, 1xor0 ist 1, 1xor1 ist 0 und so weiter und so fort, da können wir wieder unsere Originaldatei wiederherstellen. Jetzt ist aber der Schlüssel für jede einzelne Datei benutzt worden. Das heißt, er hat sich wiederholt. Und wenn der Schlüssel sich wiederholt, das heißt, nach den 101010, hat er wieder mit 101010 angefangen. Und das bedeutet, er hat sich einfach die ganze Zeit wiederholt. Sprich, man konnte hergehen und irgendwelche Systemdateien von Windows, die sich absolut niemals ändern, sprich, die sind immer da und man konnte einfach hergehen und sagen, hey, ich ziehe mir jetzt aus dem Internet irgendeine Datei, von der ich weiß, wie sie exakt als Bitfolge aussieht. Und dann kann ich einfach Folgendes machen. Das hier ist jetzt meine Windows-Systemdatei, die sich niemals ändert. Und das hier ist meine verschlüsselte Windows-Systemdatei, die sich niemals ändert. Und dann ist man einfach hergegangen und hat gesagt, okay, 0xor1 ist 1, 1xor1 ist 0 und so weiter und so fort. Und was man rausbekommt, ist der Key. Und den Key kann man jetzt auch auf die privaten Dateien einfach zurückrechnen. Sprich, man konnte alle Dateien wieder entschlüsseln, weil das Kryptoverfahren einfach unsicher war. Das funktioniert leider mit AES und RSA nicht so. Aber es ist zumindest ein Anfang. Also manche lassen sich einfach tatsächlich entschlüsseln. Mittlerweile haben leider viele Ransomware-Hersteller mitbekommen, dass man da vielleicht ein sicheres Verfahren benutzen sollte. Und ja, die nehmen dann meistens irgendwelche sicheren Verfahren, aber bekommen dann oftmals noch irgendwelche Gewissensbisse, wenn es dann tatsächlich dran geht, irgendwie Krankenhäuser verschlüsselt zu haben und die können nicht mehr richtig arbeiten. Da ist dann vielleicht in manchen doch der gute Mensch wieder vorhanden und die veröffentlichen dann die Schlüssel. Sprich, man kann auch RSA oder AES mit einem Schlüssel wieder entschlüsseln. Und ja, das ist dann wirklich die einzige Schwachstelle. Bei WannaCry war es ein bisschen anders. Da hat man über einen, also da war das Ganze nicht nur eine Verschlüsselungssoftware, sondern tatsächlich auch noch ein Trojaner. Das heißt, er hat im Internet nachgeprüft, ob irgendwie eine Verbindung vorhanden war und dadurch konnte man dann das Entschlüsselungsverfahren irgendwie automatisieren, glaube ich. Ich weiß es aber gar nicht genau. Also ich glaube, sie haben da auch noch irgendwas mit dem Kryptoverfahren gemacht. Hab's aber nicht ganz so aufmerksam, wie es eigentlich verdient hätte, verfolgt. Deswegen weiß da vermutlich jemand von euch besser Bescheid. Der möge das dann in die Kommentare schreiben, falls er Lust drauf hat. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.